Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, wir sind hier immer noch am Ameisenlöwen jagen. Ich glaube, mir fehlen jetzt noch zwei Zangen. Das wäre halt gut, dass wir die noch bekommen. Und dann werden wir erstmal fertig mit dem Sandkasten. So, Vorteil ist, es ist dunkel, das heißt, wir brutzeln nicht. Nachteil ist, ihr seht nicht so viel, ne? So, mal gucken, ob wir welche kriegen. Wie gesagt, zwei Ameisenlöwenzangen fehlen mir noch. Ich hoffe ja, dass wir die irgendwie jetzt noch zusammenbekommen. Und dann können wir wieder mal zurück in die Base. Und können uns so langsam vorbereiten. Ah, da haben wir doch einen. Können wir uns so langsam vorbereiten auf den schwarzen Ameisenbau. Weil ich sagen muss, bei dem Assistant Manager bin ich echt mal gespannt, wie der läuft. Wenn so ein Ameisenlöwe uns anspringt, wir schon sterben, ey. Bin ich echt mal gespannt. Das kann doch was werden. Komm, eine Zange. Ja, eine Zange mehr. Jetzt fehlt uns nur noch eine. Und dann können wir nach Hause gehen. Mal was trinken. Hydration is the key to performance. So. Wieder alle Pfeile mitnehmen. Und da oben liegt, glaube ich, noch irgendwo mein Rucksack. Den muss ich dann auch wieder einsammeln. Erstmal hoffen, dass wir noch eine Zange kriegen. Das war blöd. Wo ist er denn? Jetzt war er wieder voll geheilt oder was? Was bist du denn? Mensch. Ja, das war schlecht. Das war schlecht. Haben wir keine Ausdauer mehr. Sehr gut. Das war nämlich auch wieder schlecht. Na komm. Hoffen wir, dass der jetzt noch eine Zange verliert. Dann haben wir es hinter uns. Na komm. Und? Nein? Boah, wir brauchen noch einen. Ach, mir geht die Heilung bald aus. Das gibt's doch nicht. Eine Zange noch. Aber hier ist schon wieder irgendwo einer. Nimm doch mal den Pfeil mit. Wo ist er dann? Na auf. Ah.
zweite. Da müssen wir aufpassen. Weil noch einen zweiten kriege ich nicht. Auch wieder nicht. Kelle, das gibt's doch nicht. Der ist hier unten. Na super. Da holen wir uns den. Vielleicht verliert der ja was sagen. Armer Junge. Komm, der verliert jetzt eine Zange. Shit. So weit unten. Die letzte Heilung. Beim letzten Mal hat das doch viel besser funktioniert. Sag mal, das gibt's doch nicht. So, und heute Abend ist um 21 Uhr wieder Livestream. Da bin ich mit Jesse Apokalypse zusammen im, ja, auf der Map mit Schloss Neuschwanstein unterwegs. Mal gucken, was wir da heute bauen. Blöde ist, dass der Panzer da noch ist von dem. Ja, der bleibt wieder da stehen. Sehr schön. Hoffen wir, dass der jetzt eine Zange hat. Ich glaube, die kommen da so nicht raus. Das funktioniert wohl nicht. Wir sind fertig hier drin. Sehr gut. Jetzt können wir hier noch alles looten. Oh, wir nehmen den in die Hand. Da haben wir auch die Fackel. Da haben wir noch ein bisschen Salz. Ne? Rentiert sich nicht so hier unten. Na gut. Aber Hupsi kann jetzt endlich wieder nach Hause. Mal gucken. Wir haben 9 Teile. Hier brauchen wir 7. Und für die Rüstung waren es noch 2, ne? 2, ja. Also, würde ich sagen, gehen wir unseren Rucksack da oben noch einsammeln. Und machen uns so schnell wie es geht nach Hause. Ist nur die Frage, wo war der Rucksack? Ganz da vorne, ja, ja. Nichts wie weg von hier. Genug Sandkasten. Ich sehe es eh kommen. Wenn wir jetzt davor laufen, kommt bestimmt wieder irgendwo ein Ameisenlöwe angerannt. Man hört sie ja schon. Ich will meinen Rucksack haben.
kill me if I lost this. Oh, ich dachte, da lag nur ein Pfeil. So, das heißt, wir haben keinen Platz mehr. Das ist schon mal gut. Pusteblume ist aktiv. Sehr gut. Dann machen wir uns direkt nach Hause. Das heißt, hier runter und dann laufen wir wieder an der Wolfi entlang. Ist am sichersten. Bei den Moskitos entlang ist so eine Sache. So, und dann müssen wir uns vorbereiten für den schwarzen Ameisenbau. Das heißt, wir brauchen mengenweise Heilung. Oh, ich habe keine Fackel mehr. Wir brauchen wirklich mengenweise Heilung. Ah, da ist die Kassette. Sind wir viel zu weit hier vorne. Aber egal. Oh, Wolfi ist spazieren gerade. Das hat es jetzt vollgebracht. Sehr schön. Feeling refreshed. Und mit Wolfi sollten wir uns jetzt auch gerade mal nett anlegen. Lieber gucken, dass wir jetzt schnell heimkommen. Aber wir machen trotzdem mal den Giftschutz mit rein. Weil wer weiß, was Wolfi von uns will. Oder wo sie auftaucht. Diese Mistviecher. Aber gut, ich glaube, wir haben es geschafft. Wenn uns jetzt noch die Ameisen in Ruhe lassen, ist doch alles gut. Hätte ich nicht sagen dürfen. So, gerade mal gucken, ob wir irgendwas zum Analysieren haben. Ich glaube aber nicht. Nö, haben wir nicht. Und dann sind wir auch schon daheim. Was ein Glück. Sandkasten erstmal abgehakt. Sehr gut. Haben wir irgendwas, was wir... Nee, kann ja nichts. Gut, dann sortieren wir mal alles weg. Zack. Dann mal gucken. Inventar. Ja, Fresskram haben wir hier busy. Das hatten wir, glaube ich, hier mit drin, ne? Also, wir machen es einfach hier mit rein. Habe ich denn die Minzbrocken und den Kram mit drin? Ich habe doch gerade noch Minzbrocken gehabt. Beim Schmiedekram? Nee. Amulett. Ach, es ist bei der Amulette mit drin. Na super. Das machen wir hier in die Kiste mit rein. So, dann haben wir noch einen Ameisenkopf. Den machen wir auch mal weg. Und gehen wir erstmal schlafen. Das machen wir jetzt zuerst. Das heißt, wir haben jetzt unser Ameisenlöwenschwert und wir haben die komplette Ameisenlöwenrüstung komplett. Nein, hau doch nicht alles kaputt. Bei der Flasche immer Rechtsklick. Ich vergesse es. Ich mache jedes Mal einen Linksklick. Das ist doch so dämlich. So, und jetzt müssen wir das hier essen, weil das geht uns sonst kaputt. Okay. Dann stellen wir uns den ganzen Kram mal her. Das heißt, wir wollten das haben. Drei Seitenseile. Na, super. Einmal. Und wir brauchen die Rüstung. Sehr schön. Machen wir auch gleich hier bei Ausrüstung und Waffen erstmal rein. Weil wir brauchen es ja auch nur in der Zone. Das überlege ich mir nochmal, wie wir das noch hoch leveln. Trinkflasche reicht uns eigentlich auch
eine. Brauchen wir jetzt auch keine zwei Stück mehr. Bomben brauchen wir eigentlich. Brauchen wir Bomben? Nee, ich glaube jetzt erstmal nicht. Erstmal nicht. So, das heißt, wir ziehen uns mal wieder um. War ja auch sehr viel. Den auch wieder weg. Können wir das gerade noch reparieren? Dass, ne, wenn wir das nächste Mal losrennen, dass alles komplett repariert ist. Ja, dauert noch ein bisschen. Gut, dann. Brauchen wir jede Menge Madenschleim, weil wir Heilung brauchen. Und Ton wäre nicht gut, nicht schlecht. Kiesel und Ton. Milbenpelz haben wir ja. Dann gehen wir mal ein paar Kiesel farmen. Und anstatt den hier, nehmen wir jetzt hier unten das Ameisenlöwenschwert rein. Sieht denn das von der Werte aus? Ja, es hat sogar mehr Schaden wie... Ja, nicht schlecht. Okay. Und der nächste Vorteil ist, wenn wir den uns dann... Ja, wir brauchen erst den Ofen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir uns da was drauf schmieden... praktisch wäre natürlich Feuer. Obwohl, Ameisenlöwenschwert habe ich immer mit Salz gemacht. War eigentlich auch immer ganz gut. Eieiei. So, dann sammeln wir erstmal ein bisschen Kiesel. Ein bisschen Ton. Komm, nehmen wir auch gleich mit. Da müssen wir gucken, dass wir mengenweise Maden bekommen. Hier vorne ist Ton. Meine Schaufel auf die 7. Ja, Marienkäfer, du darfst noch leben. Noch. Zwar auch nicht mehr so lang, aber noch darfst du leben. So, und dann, wie gesagt, machen wir erstmal ganz viele Heiltränke. Ich würde auch gerne das Häuschen fertig bauen. Oder zumindest weiterbauen. Das könnten wir dann vielleicht noch hier in der Folge einen Augenblick machen. Also Kiesel haben wir mehr wie genug. Das müssen wir nur mal hören. Jetzt hier tauchen nämlich schon immer Maden auf. Dann brauchen wir noch Ton. Diesmal sind hier keine Maden. Sonst sind hier dazwischen immer mal ein paar Maden unterwegs. Ha. Na gut, dann holen wir sie vorne an der Eiche. Da sehe ich schon die ersten. Unterm Stein oder im Stein. Na komm. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, weil hier ist ja auch die Infizierte mittlerweile unterwegs. Können wir auch gleich mit. Jetzt sollte ich hier mal weggehen. Da ist er. Toll, gerade wo ich noch Maden sammeln will. Hoffen wir einfach, dass sie nicht hier hochkommen. Weil sie in die andere Richtung laufen. Ich hab noch 6 Madenschleim, das ist nicht viel. Also ich glaube, bis wir in den schwarzen Ameisenbau gehen können. Toll. Das wird sich noch ein bisschen ziehen. Weil es bringt nichts, mit 6 Heiltränken da reinzurennen. Und das Problem ist halt, das liegt hier so ein bisschen an den Maden. Wo ist jetzt?
wir die noch mit. Mit der Infizierten brauche ich mich noch gar nicht hier drin anzulegen. Das macht im Moment noch überhaupt gar keinen Sinn. Weil die kriege ich nicht platt. Das ist... Nee, keine Chance. Schlimme ist, wenn man nicht weiß, wo sie hin ist, ne? Man weiß, dass nicht viel ist hier irgendwo, aber weiß nicht, wo ist sie. Das Gute ist, man hört sie. So, das sind 14 Madenschleim, ey, das ist nichts. Das heißt, die Runde müssen wir nochmal machen. Noch machen könnten. Ich weiß jetzt nicht, habe ich da hinten den Zahn schon geholt? Wahrscheinlich. Ich glaube schon. Ansonsten haben wir da drüben ja noch einen Zahn, den wir holen könnten. Obwohl, das ist ein goldener. Der ist jetzt nicht so. Der ist schon weg. Okay. Ich glaube, wir schwimmen mal darüber und gucken mal. Aber das brauchen wir doch auch. Immer mal ein bisschen was mitnehmen. Der hängt da fest. Komm, dann nehmen wir den doch auch mit. Weil mir brauche ja noch die ein oder andere goldene Karte. War ich eigentlich schon hier unten drinne? Voll im Weg, die Mistviecher. Obwohl, hätte ich einen gekillt, hätte man mehr Sauerstoff jetzt gehabt. Na gut. Okay, hier waren wir noch nicht drin. Hier waren wir noch nicht. Science is out of control. Okay, können wir wieder gehen, weil hier brauchen wir eh erst den Schlüssel vom Assistant Manager. Vorher bringt uns das nichts. Aber da haben wir schon mal ein bisschen was wieder gefarmt. So, dann einmal hier hoch und dann gucken wir mal. Hatte ich hier den goldenen Zahn schon? Ein Mistviecher. Mistviecher, ich mag die gar nicht. Die Infizierten sind echt nervig. Da ist es egal, was infiziert ist. Alle Infizierten. Oben ist noch der Weise. Da kommen wir aber jetzt so noch nicht dran. Und irgendwo hier auf dem Streifen lag noch der Goldene rum. Ich glaube, das war ein Goldener, wenn wir den jetzt schon geholt haben. Okay. Er liegt da hinten. Den hätten wir mal eher holen müssen. Ich weiß halt auch nicht, ob ich den Marienkäfer platt krieg. Die Larven könnte ich mir wegziehen, die könnte ich platt kriegen, ja. Weil bei einem Marienkäfer bin ich noch ein bisschen... Ey, ich glaube, du spinnst doch. Ja, vielleicht kriege ich den auch so auf Entfernung ein bisschen
Das ist halt blöd. Wenn ich jetzt einen Marini treffe, dann attackt der mich nämlich gleich. Ja, komm. Und hatten wir die gepiept, oder? Ja. Hatte man eher Marienkäfer, hatte man auch schon, ne? Ja. Hey, ist jetzt so eine Sache. Probiere ich den Marini zu kriegen? Oder soll ich mich da einfach mal durchschleichen? Weil viel Schaden machen wir dem nicht. Ach, wisst ihr was? Wir probieren es. Könnten natürlich auch ins Wasser gehen. Kommt der da hoch? Nee, kommt er nicht. Ja, wir kriegen auch den Marini. Können wir uns noch den goldenen Zahn holen. Sehr schön. Das ist immer ganz praktisch, wenn die irgendwie irgendwo festpacken, die Viecher. Will ich nur nicht da runter, weil sonst komme ich da jetzt erstmal nicht mehr hoch. So, jetzt müssen wir den Kram da vorne erstmal wegkloppen. Weil das knallt immer so schön. Da ist da mittendrin noch der, komm ich dran. Ja. Die nehmen wir anfangs auch erstmal alle mit, weil lieber da haben, bevor ich dann da stehe und brauche wieder Bömmchen oder irgendwas und mir fehlt das Zeug. Das wäre dann nicht sehr praktisch. Komm, dann kloppen wir hier hinten die doch auch gerade weg. Ich soll die Axt in Hand nehmen. Den Hammer bringt mich das nichts. Das ist auch nur noch der eine, ne? Hey, da ist noch einer, okay. Nehmen wir uns den erst. Alles? Sieht so aus, ne? Okay, dann haben wir die zwei Zähne schon mal. Das ist sehr gut. Die Überlegung ist vielleicht beim nächsten Mal den Taucheranzug anziehen und mal in die ein oder andere Höhle reinzugehen. Da gibt es ja auch noch einen Zahn und das Rezept für den Totem. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir da vorne auf der Dose den Zahn haben. Das ist auch nochmal ein goldener, wo man sehr leicht dran kommt, ne? Immer erst die Farben, wo man wirklich ganz easy dran kommt. So, mal gucken, ob wir was mit dem Zahn anfangen können. Hier brauchen wir erstmal 5. Und hier würde ich erstmal hier ganz... Obwohl, wir könnten immer auf die Pfeile gehen. Das ist diesmal nicht so wichtig, weil wir nicht groß bauen werden. Das ist ja das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Es kommt immer drauf an, was ihr hier drinnen vorhabt. Dementsprechend passt ihr euch die Molaren dann an.
Wobei man aber auch sagen muss, es reicht für alles. Die Molaren, die man hier finden kann. Damit kann man alles freischalten. Und dann bleibt auch noch... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es waren 2 weiße und 2 goldene bleiben sogar noch übrig. So, trinken haben wir dabei. Essen sollte hier kein Problem sein. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, ob wir uns jetzt hier ein Zelt hinstellen. Und hier übernachten. Oh, ich muss eh gucken, wo mein Respawn ist. Ich glaube, der ist noch im Sandkasten. Weil dann können wir, nachdem wir geschlafen haben, nochmal Maden holen. Und ich glaube, nächste Folge bauen wir erstmal ein bisschen Häuschen. Weil ich würde ganz gerne noch ein paar Maden vorgesammelt haben. Ich denke, mit 20 Tränken komme ich nicht weit bei dem schwarzen Ameisenlabor. Das heißt, wir machen uns hier mal ein Schlafplätzchen hin. Ein offenes Zelt, das machen wir hier bei die Dose. Zack. Na, wir können noch gar nicht schlafen. Sehr gut. Das ist ja blöd. Das ist doch blöd. Ja, dann baue ich mir halt den Grill noch daneben. Dann können wir uns auch frisch Essen machen. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. So, 2 Sprösslinge. Hammer. Und trockenes Gras. Hammer eigentlich auch. Ne, ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir mal die Base ein bisschen weiter. Gehen dann zwischendurch nochmal hier den Weg entlang, um noch ein paar Maden zu bekommen. Macht Sinn. So, wo läuft mein Frühstück rum? Frühstück! Ein Frühstück! Okay. Gut, aber wir sind bei 30 Minuten, schon über 30 Minuten angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren, ne? Heute Abend 21 Uhr Livestream auf unserer Baumap. Ja. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis denn und tschüss.